Es kommt der Punkt, an dem du dich entscheiden musst. Der Punkt, an dem du dich entscheiden musst, Verantwortung für dich zu übernehmen und für dein Beziehungsleben zu übernehmen. Und an dem du aufhören musst, drüber nachzulesen und nachzudenken, was mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin los ist. Ihr Lieben, ausgegebenen Anlass. Ich erhalte immer wieder E-Mails und Anfragen zum Thema Narzissmus. Tatsächlich noch immer. Jetzt habe ich doch schon drei Artikel drüber geschrieben, habe zwei Videos dazu gedreht und dachte eigentlich, aus meiner Sicht ist es damit durchgekaut und abgekaut wie ein alter Knochen. Und noch immer kriege ich Anfragen mit, wann machst du denn wieder was zu diesem Thema? Es ist doch so spannend und es ist so interessant und ich bin davon betroffen und ich bin ein Mann und habe eine narzisstische Partnerin oder ich bin eine Frau und habe einen narzisstischen Partner. Und ich warte mit Spannung auf den nächsten Artikel, der in diese Richtung geht. Und ich würde mir noch ein Video und noch einen Podcast wünschen und diese ganzen Dinge. Und ich freue mich natürlich sehr, dass ihr meine bisherigen Beiträge dazu als hilfreich empfunden habt und euch denkt, ja, von der hätten wir gerne mehr. Das wirklich, ich freue mich drüber, weil das heißt auch, dass das, was ich bringe, Wert hat für euch. Ne? Andererseits ist es so, jetzt habe ich doch schon Dinge gebracht wie, was ist ein Narzisst und woran erkennst du es? Ja, woran kannst du in der Dating-Phase gleich ganz am Anfang erkennen, ob du es mit einem Narzissten zu tun hast oder nicht? Wie kann es passieren, dass selbst die tollsten Männer und Frauen in eine narzisstische Beziehung hineinrutschen? Was ist das Muster, das hier abgeht? Was ist das Thema mit einem Narzissten verlassen? Warum ist es so schwer und was sind die Schritte, die du tun musst? Ja? Wie ist das mit der Selbstliebe und der Co-Abhängigkeit und was ist der Punkt, wo das Ganze an dich anknüpft? Ja? Und da ist jetzt genau der springende Punkt. Aus meiner Sicht habe ich alles, was relevant ist, zusammengefasst und wiedergegeben. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es irgendwie öde und langweilig, das gleiche Thema immer wieder abzumelken und durchzukauen. Ja? Da gibt es eigene Foren, die sich mit Narzissmus beschäftigen. Und ich weiß auch mittlerweile, dass meine Videos in diesen Foren gepostet werden und das freut mich eben, wie gesagt, auch sehr. Nur schau, irgendwann kommt dieser Punkt, an dem es nichts mehr nützt, mehr über die Persönlichkeit deines Partners zu erfahren. An dem es nichts mehr nützt, mehr über was auch immer sein Symptom ist, zu erfahren. Also ich habe immer so das Beispiel, du kannst alle Diätbücher dieser Welt studieren. Du kannst auswendig wissen, wie viele Punkte ein Schnitzelsemmel hat. Ja? Und wissen, wie dieser Smoothie funktionieren würde und wie diese Detox-Kur funktionieren würde und so weiter und so fort. Wenn du all diese Dinge liest und nichts an deiner Ernährungsweise änderst, wirst du nicht abnehmen. Okay? Und genauso ist es hier. Du kannst tausend Sachen drüber lesen, was mit deinem Partner, mit deiner Partnerin los ist. By the way, es ist völlig wurscht. Es ist schnurzegal, ob es da um Narzissmus geht, um eine toxische Beziehung geht, um irgendwas, ob der Depressionen hat, ob der alkoholkrank ist. Du kannst tausend Bücher über Alkoholismus lesen und versuchen, seine Sucht zu verstehen. Es wird unterm Strich irgendwann ein Punkt kommen, an dem mehr Wissen über deinen Partner keine Veränderung mehr bringen wird. Warum? Weil er sich deswegen nicht ändert, weil du mehr weißt. Irgendwann kommt der Punkt, an dem du sagen musst, ich bin hier unglücklich. Meine Bedürfnisse gehen in dieser Beziehung total unter. Meine Bedürfnisse habe ich versucht zu kommunizieren, mehr als einmal, und sie werden nicht angenommen. Mein Partner kann es nicht, will es nicht, vielleicht beides, ja, will auf alle Fälle nicht darauf reagieren, und ich habe es mehrfach versucht und es scheitert einfach auch daran, dass mein Gegenüber, meine Partnerin, mein Partner da einfach nicht entgegenkommen zeigt, nicht an der Beziehung arbeiten möchte, Schrägstrich kann. Ja? Wenn das so ist, hast du genau zwei Varianten, vielleicht noch mehr. Die erste Variante ist, du lebst damit.
und sagst, ich habe es probiert, es hat nicht funktioniert, aber ich lebe jetzt damit, weil ich bin der Meinung, ich finde da draußen keinen Besseren oder keine Bessere und ich habe auch nichts Besseres verdient und es ist auch ganz böse, jemanden zu verlassen und das darf man einfach nicht und ich kann doch eine Beziehung nicht einfach so wegschmeißen und so weiter und so fort. Ja? Wenn dich all das so einkastelt, dass du sagst, ich darf nicht gehen, dann hast du nur eine Variante, nämlich leb damit. Finde einen Weg, und das ist ernst gemeint und nicht sarkastisch. Finde einen Weg, wie du mit der Persönlichkeit deines Partners, wie auch immer die gestrickt ist, und es ist mir wirklich wurscht, ob das ein Narzisst ist oder sonst was. Wenn du glaubst, dass du nicht gehen kannst, dann finde bitte einen Weg, wie du mit seiner Persönlichkeit oder mit ihrer Persönlichkeit umgehen kannst und leb damit. Aber glücklich. Und nicht mit, ich bin so unglücklich, ich bin so unglücklich, ich bin so unglücklich und mein Partner oder meine Partnerin ist schuld, weil die kommt nicht in die Gänge und die kann sich nicht entwickeln. Du entwickelst dich dann auch nicht. Ja? Die andere Variante ist zu sagen, ich habe es probiert. Und ich glaube, ich habe mehr erwartet vom Leben. Ich traue mich gar nicht sagen verdient, weil ich weiß, dass das für ganz viele da draußen, ich darf nichts vom Leben, ich habe doch nichts verdient vom Leben und so weiter, ja, weil wir alle gelernt haben, vor allem eine bestimmte Generation noch, meine Tochter wird schon ganz anders heraufwachsen, weil wir alle gelernt haben, wir dürfen nichts erwarten vom Leben, wir müssen unsere Erwartungen klein halten und wir sollen leise sein und bescheiden sein, vor allem für die Frauen gilt das, ja. Wenn du das hinter dir lassen kannst, dann kommt der Punkt, an dem du sagst, ich habe es lang genug probiert und mehr Wissen über seine oder ihre Persönlichkeitsstörung bringt dich nicht mehr weiter. Dann musst du aufhören zu vermeiden. Weil das ist auch eine Form von Vermeidung, wenn du permanent nur suchst, 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 suchst. Was hat das mit ihm zu tun? Das ist wieder, da bin ich wieder beim Diätbuch. Du wirst nicht abnehmen, auch wenn du alle Diätbücher dieser Welt auswendig kannst. Du musst schon deine Ernährungsweise ändern. Und genauso ist es hier. Irgendwann kommt der Punkt, wo du genug drüber weißt eigentlich. Vor allem, weil kein Buch dir sagen kann, was wirklich los ist, weil du lebst mit diesen Menschen Tag ein, Tag aus und weißt es in Wahrheit 10-mal besser als jedes Buch, jeder Experte, ich, irgendein Forum, what the fuck, who knows, ja? Es kommt der Punkt, an dem du dann die Verantwortung übernehmen musst und sagen musst, ich bin hier nicht glücklich, ich habe auch nicht vor, hier zu bleiben und unglücklich weiterzuleben und mein kleines Glück noch kleiner werden zu lassen und da hineinzupressen, dann musst du die Entscheidung treffen und gehen. Und für alle da draußen, die, huhu, ich darf eine Beziehung nicht verlassen, jetzt im Hinterkopf schreit, bitte schaut euch eure Glaubenssätze an. Ja, ganz ernsthaft. Dritte Variante, wenn du weißt, du möchtest hier nicht bleiben und glaubst, du hast schon alles versucht, aber keinen Weg siehst, wie du da rauskommst, sucht euch Hilfe. Ich sage es eh schon in jedem Video und ich sage es nochmal, sucht euch Hilfe. Aus einer toxischen Beziehung auszusteigen ist eine Heidenarbeit. Es ist schon aus einer normalen Beziehung schwer auszusteigen. Aus einer toxischen ist es unglaubliche Arbeit. Ja? Dann sucht euch Hilfe. Kommt zu Leuten wie mir, die sich damit auskennen und die sich darauf spezialisiert haben. Ja? Geht zur, wenn das finanziell nicht drinnen ist, Telefonseelsorge und holt euch dort wenigstens Unterstützung. Es gibt in jedem Land, ich weiß, wo überall meine Videos empfangen werden, es gibt in jedem eurer Länder Gratis-Hotlines, wo ihr euch hinwenden könnt, wenn ihr einfach nicht mehr weiter wisst und sagt, ihr braucht eine Lösung. Und die sind auch gut und die können euch auch emotional stützen, haben andere Methoden, haben anderes Wissen, aber es ist ein Anfang. Aber wirklich, und das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Für mich ist der Punkt gekommen, an dem ich nichts mehr schreiben möchte über dieses Thema, weil ich glaube, die wesentlichen Eckdaten sind schon da draußen. Und kannst du dir von tausend anderen Foren, Mitgliedern, Blogschreibern und so weiter auch noch holen. Ich brauche mir ja nur anschauen, wie viele Videos auf YouTube es schon dazu gibt. Ja, eins mehr oder weniger macht keinen Unterschied, aber ich versuche gerade mit diesem einen Beitrag jetzt nochmal einen Unterschied zu machen, weil ich euch wirklich aufrütteln möchte. Wenn ihr in einer Beziehung seid, die euch nicht gut tut, und das gilt bitte für jeden, wenn du in einer Beziehung bist, die dir nicht gut tut, kommt der Punkt, an dem du die Verantwortung dafür übernehmen musst. In der einen oder anderen Weise zu sitzen und zu jammern, wird nichts dran ändern.
Es gibt diesen Satz, Leiden ist leichter als Lösen. Und der trifft für alle, die da draußen sitzen und Diätbücher lesen, aber ihre Ernährungsweise nicht ändern, genau zu. Und genauso ist es für Menschen, die einfach wirklich todunglücklich sind in ihrer Beziehung, ja? Und einfach wissen, sie können in dieser Beziehung eigentlich nicht bleiben. Und sie gehen in dieser Beziehung unter. Da kommt der Punkt, an dem man eine Entscheidung treffen muss. Es hat jetzt ein bisschen nach dem Motivationsvideo geklungen. Aber ist auch okay. Wenn ich nur ein oder zwei Leute da draußen mit diesem Beitrag noch erwische und vielleicht diesen letzten Impuls gebe, tatsächlich eine Veränderung zu bringen, dann hat es seinen Zweck erfüllt. Einen schönen Tag noch und ein wunderschönes Leben für euch.